Man, hier steht es eigentlich als Überschrift P und NP. Also, und dann auch noch um NP-Vollständigkeit. Sprich, es geht darum, eben unsere Sprachen bzw. unsere Entscheidungsproblemklassen, das ist ja äquivalent Sprachen und Entscheidungsproblemklassen, einzuteilen in die, ja, in die leicht lösbaren oder ja, noch ganz gut lösbaren, die sind in der Klasse P, und eben die schwierigen, die sind in der Klasse NP. Da bräuchten wir dann eine nicht deterministische Maschine, um das Problem in polynomieller Zeit zu lösen. Nicht deterministische Maschine, das ist eben eine, die die hat ein Orakel, die rät quasi, wo die richtige Lösung hingeht, und das ist natürlich schon ein sehr hartes Geschütz. Also diese Einteilung, die ist sehr wohl relevant und interessant. Okay, und dazu hatten wir erst einmal die Zeitfunktion für deterministische Maschinen definiert. Ich meine, das ist nichts weiter Besonderes, die gibt man einfach die Zahl der Rechenschritte an, die die Maschine braucht, falls sie terminiert, und ansonsten undefiniert. So. Jetzt für nicht deterministische Turing-Maschinen, da ist es nicht mehr ganz so einfach. Ja? Ich meine, vielleicht skizziere ich gleich immer noch mal wieder so einen Abarbeitungsbaum, den so eine nicht-deterministische Maschine hat. Also durch den Nicht-Determinismus hat die in jedem Rechenschritt mehrere Möglichkeiten und so weiter. Also da spannt sich eben ein großer Baum auf. Ja. So, und in diesem Baum ist jetzt unsere Rechenzeitfunktion, wie wir hier sehen, also da wird diese Hilfsmenge accept definiert. Das ist die Menge aller quasi Zeiten, für die die Maschine nach n Schritten terminiert. Also wenn die Maschine jetzt zum Beispiel hier terminiert, hier könnte und so weiter, und vielleicht hier noch, dann ist in der Menge accept, sind alle Pfadlängen zu solchen Terminierungspunkten drin. Ja? Alle Pfadlängen, also das n, das ist die Pfadlänge. Ja? So, und die Laufzeitfunktion, die sucht sich daraus jetzt das Minimum aus. Also quasi den Pfad, der am schnellsten terminiert, und dessen Länge gibt genau die Laufzeitfunktion an. Ja? Falls A von Omega nicht leer ist, das heißt, falls da was drin ist. Und wann ist da was drin? Ja, wenn die Maschine terminiert. Und wenn die Maschine nicht terminiert, dann sagen wir halt undefiniert. Dann ist die Rechenzeit undefiniert, ist klar. Okay, dann geht's los. Dann definieren wir die Zeitklassen. Ja? Also, so eine Sprache liegt in Time von F von N. Falls es eine deterministische Turing-Maschine gibt, die diese Sprache akzeptiert und für die eben für alle Wörter aus Sigma Stern die Rechenzeit kleiner gleich f von der Wortlänge ist. Ja? Also Sie sehen, Time von f von n, das ist die Klasse von Sprachen, für die eine deterministische Turing-Maschine das Wortproblem in Zeit f von n entscheiden kann. Okay, und ganz analog definieren wir das für nicht-deterministische Turing-Maschinen. Das ist eben dann die Klasse n-Time. Ja? So, übrigens, diese roten Sterne hier, die bedeuten, dass es da eine Änderung gegenüber dem Buch gibt. Aber für Sie ist das irrelevant. Ich meine, da waren in der ersten Auflage ein paar Unsauberkeiten drin, und die habe ich dann mit dem Hoffmann diskutiert, und die sind in der zweiten Auflage korrigiert, denke ich. Ja, also bin mir ziemlich sicher, dass das in der zweiten Auflage genau so drin steht, wie ich es hier habe. Ja?
Okay. So, gut. Und eine triviale Folgerung ist jetzt sofort, dass Time von f von n eine Teilmenge von n Time von f von n ist. Warum? Ja, weil jede deterministische Turing-Maschine ist natürlich auch eine nicht-deterministische Turing-Maschine. Oder die Menge der deterministischen Turing-Maschinen ist eine Teilmenge der Menge der nicht-deterministischen. Und daraus folgt sofort, dass Time f von n eine Teilmenge von n-Time ist. Okay. Und jetzt darauf aufbauend definieren wir die Menge p. Das ist einfach die Vereinigung aller polynomiellen Komplexitätsklassen. Ja? So, also das ist die Menge der Sprachen, für die es eine deterministische Maschine gibt, die das Wortproblem in polynomieller Zeit löst. Und analog für NP. Menge aller Sprachen, für die es eine nicht-deterministische Turing-Maschine gibt, die das Wortproblem in polynomieller Zeit löst. Okay. Gut. Und daraus folgt natürlich sofort auch wieder, dass P eine Teilmenge von NP ist. Ja? So, P wird auch als Klasse der effizient entscheidbaren Sprachen bezeichnet. Und wir fangen an, so ein Klassendiagramm aufzubauen, indem wir erst einmal sehen, P ist eine Teilmenge von NP. Wobei noch unklar ist, ob das P eine echte Teilmenge ist, könnte auch sein P gleich NP. Und das ist auch schon ein ganz wichtiges, offenes Problem der Informatik noch. So. Ja, wir fangen jetzt an, zu zeigen, dass die Erfüllbarkeit aussagenlogischer Formeln in NP liegt. So. Ja, erst einmal können wir uns anschauen, wir gehen gleich auf die nächste Folie hier. Ja. Wenn wir eine deterministische Maschine bauen wollen, die die Erfüllbarkeit von einer aussagenlogischen Formel entscheidet, das wissen wir aus der Logik schon, da gibt es die Wahrheitstafelmethode. Und die Wahrheitstafelmethode macht ja nichts anderes als so einen Baum aufbauen. Ich nehme die erste Variable in meiner Formel und mache dann zwei Pfade auf, einen für wahr und einen für falsch, für die erste Variable. Dann die zweite Variable wahr, falsch und so weiter. So kriege ich einen Binärbaum, dessen Tiefe der Zahl der Variablen entspricht. Und die Zahl der Blattnoten ist dann eben 2 Hochzahl der Variablen. Ja? Das heißt, in exponentieller Rechenzeit können wir das Erfüllbarkeitsproblem deterministisch lösen. Wenn wir eine nicht-deterministische Turing-Maschine haben, naja, die rät aus diesem Baum eine Variablenbelegung. Ja? Und was wir jetzt dann noch tun müssen, wir haben das Orakel, das uns die Variablenbelegung sagt, aber wir müssen jetzt noch überprüfen, ob das eine erfüllende Belegung ist. Weil dieses Orakel, das sagt uns auch eine Belegung, wenn die Formel nicht erfüllbar ist. Ja? Weil das Orakel, quasi, wir haben die nicht-deterministische Maschine und die wählt irgendeinen Pfad und den müssen wir noch überprüfen. Also das müssen wir auf jeden Fall tun, aber das geht in linearer Zeit. Ja? So. Okay. Also wir wissen jetzt, das Erfüllbarkeitsproblem lässt sich nicht deterministisch in polynomieller Zeit lösen und deterministisch in exponentieller Zeit. Ja? Aber Vorsicht, wir haben nicht bewiesen, dass es deterministisch, dass das exponentiell eine untere Schranke ist. Ja? Das ist jetzt erst einmal ein Algorithmus, der uns eine obere Schranke angibt. Aber vielleicht geht es ja schneller deterministisch, das haben wir nicht bewiesen. Okay, dann schauen wir uns andere Probleme an, das Hamilton-Problem. Das ist die Frage, gibt es für einen Graphen einen quasi Rundweg, der jeden Knoten genau einmal passiert. Ja? So,
Ja, genau. Und da haben wir jetzt für eine nicht-deterministische Maschine eine relativ einfache Lösung. Das Orakel gibt uns quasi eine Knotenreihenfolge vor. Ja, und wir müssen jetzt überprüfen, ist das ein geschlossener Rundweg? Okay. So. Dann haben wir uns die Platzklassen angeschaut, P-Space und NP-Space. Da definieren wir jetzt nicht die Zeitfunktion, sondern die Bandplatzfunktion. Und das geht ganz analog wie bei dieser Zeitfunktion. Bloß eben T, also hier steht, statt T braucht N Zeitschritte, benutzt N Zellen auf dem Band. Alles andere ist genau gleich. Ja? Und hier unten nehmen wir dann eben das Minimum des verbrauchten Speicherplatzes über die verschiedenen Abarbeitungspfade. So. Ja, dann definieren wir die Menge P-Space. Ja, was haben wir da eigentlich? P-Space und NP-Space, genau. Da, das ist eigentlich auch ganz analog zu P und NP, bloß dass wir eben jetzt polynomiellen Speicherplatz verlangen. Ja? Und zwar im deterministischen und im nicht-deterministischen Fall. Genau. So, ja, dann die Beziehung zwischen Platz- und Zeitklassen. Ja? Und da gibt es eben eine ganz einfache Tatsache, nämlich dass die Zeitkomplexität eines Algorithmus niemals kleiner sein kann als die Platzkomplexität. Warum war denn das der Fall? Weil ich ja für jedes Element, das ich aufs Band schreibe, ja mindestens einen Zeitschritt brauche. Ganz genau. Ja. Also die Zeitkomplexität ist immer mindestens so groß wie die Platzkomplexität. Und das ist auch ganz einfach zu verstehen. Okay. So, und dann haben wir jetzt hier einen fundamentalen, absolut nicht trivialen Satz. Ja, der ist nicht so leicht zu verstehen und der Beweis ist auch aufwendig. Jede nicht-deterministische Turing-Maschine kann mit maximal quadratisch höherem Platzbedarf in eine deterministische überführt werden. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine nicht-deterministische Turing-Maschine habe für das SAT-Problem und ich will daraus eine deterministische machen, und Vorsicht, jetzt dürfen wir nicht an die Rechenzeit denken. Die Rechenzeit, die wird eventuell viel größer. Also wir wissen ja, für SAT brauchen wir wissen auch heute nichts Besseres, exponentielle Zeit. Also, nicht deterministisch geht es polynomiell, deterministisch haben wir aber sofort diesen großen, gewaltigen Sprung auf exponentielle Zeit. Beim Platzbedarf ist es nicht so schlimm. Ja? Also, wenn wir jetzt eine nicht deterministische Maschine haben, die SAT löst und die braucht tatsächlich nur linearen Platz, ja? Die speichert einen so einen Pfad und den überprüfen wir dann, das geht mit linearem Platz. Ja? So, wenn wir das in eine deterministische Maschine umbauen, dann hat er gezeigt, und zwar generell braucht die deterministische Maschine dann nur polynomiell mehr Platz. Ich meine, wir können das gerade für das Beispiel SAT, da wissen wir ja auch, wie machen wir das, wie bauen wir die nicht deterministische Maschine in eine deterministische um. Ich meine, wir haben doch ein kombinatorisches Suchproblem. Ja? Wir haben einen Suchbaum und der Suchbaum ist übrigens sogar endlich an der Stelle. Naja, ich meine, da machen wir einfach Tiefensuche. Wir machen Tiefensuche und wie viel Speicherplatz braucht die Tiefensuche? Genau, die braucht auch nur linearen Speicherplatz. Ja, ja
Genau, linear in der Zahl der Variablen. Also wir sehen, wir brauchen nicht einmal quadratisch mehr Speicherplatz für dieses spezielle Problem, aber für andere Probleme geht es offenbar nicht ganz so einfach. Okay, und damit können wir jetzt über unsere Klassenhierarchie schon mal einiges sagen. P ist eine Teilmenge von NP, das wissen wir. NP ist eine Teilmenge von P-Space. Ja, warum? Wegen dem, was wir vorhin gerade gesagt haben, dass wir nämlich, wenn wir quasi die Zeitkomplexität ist immer mindestens so groß wie die Platzkomplexität. Und deswegen ist NP Teilmenge von P-Space, weil alles, was ich in polynomieller Zeit lösen kann, das kann ich natürlich auch mit polynomiellem Platz lösen. Ja? Weil der Platz, die Platzkomplexität ist ja immer höchstens so groß wie die Zeitkomplexität. Und wenn die polynomiell ist, dann muss natürlich der Speicherplatz auch polynomiell sein. Und zwar gilt das, also das, was wir hier auf der Folie davor hatten, hier, das gilt für deterministische und nicht deterministische Maschinen. Und deswegen können wir sofort sagen, NP ist eine Teilmenge von P-Space. Ja? So. Und P-Space ist gleich NP-Space. Ja, warum gilt jetzt diese Gleichheit? Gerade selber überlegen. Warum gilt P-Space gleich NP-Space? Ich sag's von dem Walter Sarisch, oder? Wenn jetzt. Genau, ja klar. Ja. Absolut. Weil wir brauchen ja, wenn ich eine nicht-deterministische Maschine habe, die polynomiellen Speicherplatz braucht und das ändert sich nochmal um einen quadratischen Faktor, dann bleibt es immer noch ein Polynom. Ja? Ist klar, der Grad wächst zwar von dem Polynom, aber es bleibt noch ein Polynom. Genau, und deswegen haben wir P-Space gleich NP-Space. Gut, so. Dann kommen wir zu den exponentiellen Komplexitätsklassen. Wächst die Rechenzeit eben wie eine Exponentialfunktion, die im Exponenten noch ein Polynom haben darf. Also nicht bloß eine einfache Exponentialfunktion, sondern es darf sogar noch ein Polynom im Exponenten stehen. So. Da haben wir natürlich sofort auch wieder exp ist eine Teilmenge von n-exp. Das gilt natürlich immer und das liegt wieder daran, dass jede deterministische Turing-Maschine natürlich auch, also, oder dass die Menge der deterministischen Turing-Maschinen ist eine Teilmenge der Menge der nicht-deterministischen. Es gibt natürlich auch noch überexponentiell wachsende Probleme. Und deswegen sind exp und n-exp echte Teilmengen der entscheidbaren Sprachen. Ja? Also denken Sie nur an solche Dinge wie jetzt zum Beispiel die Ackermann-Funktion. Das ist natürlich gigantisch überexponentiell. Okay. Ja, P-Space versus exp, das wollen wir uns jetzt anschauen. Ja. Ja, und dazu hatten wir uns angeschaut, also wir nehmen eine Sprache von, also wir zeigen jetzt, dass P-Space eine Teilmenge von exp ist. Ja. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, das sich mit polynomiellem Speicherplatz lösen lässt, dann geht es auch in exponentieller Zeit. Ja. Und da hatten wir uns eben die Menge aller Konfigurationen von so einer Turing-Maschine angeschaut. Weil die Menge aller Konfigurationen gibt uns eine obere Schranke für die Rechenzeit. Für Maschinen, die terminieren. Ja?
Und ich meine, es geht uns ja um Entscheidungsprobleme, das heißt um Wortprobleme. Und wir sind, ja, gerade eben haben wir es gesehen, wir sind innerhalb der Menge der entscheidbaren Sprachen. Das heißt, unsere Maschine muss anhalten. Und wenn sie anhalten muss, dann kann die Rechenzeit diese Zahl hier, die Menge der Konfigurationen, nicht übersteigen. Weil wenn sie das tut, kommt sie in eine Konfiguration zweimal und wir sind in einer Endlosschleife drin. So, und diese Formel haben wir uns angeschaut und wir sehen, vor allem wegen dem hier, das ist ein Polynom von der Wortlänge und hier haben wir das Bandalphabet hoch ein Polynom und da sehen wir exponentielle Rechenzeit. Okay, und deswegen können wir jetzt sagen, Pi Space ist eine Teilmenge von exp. Ja? So, und damit können wir unser Klassendiagramm jetzt schon ein bisschen vervollständigen. Also P ist eine Teilmenge von NP, das ist eine Teilmenge von Pi Space und das ist gleich NP Space, dann haben wir exp, nexp und die entscheidbaren Sprachen. So, also wir sehen schon, das ist natürlich eine schöne Sache, weil wir jetzt unsere Entscheidungsprobleme sauber einteilen können von den einfachen, also ich meine, P ist nicht unbedingt alles trivial. Wenn so ein Polynom einen höheren Grad annimmt, kann das schon auch gigantisch anstrengend werden, das zu lösen. Umso mehr ist, denke ich, klar, dass das, was hier außerhalb liegt, schon richtig schwierig wird, beziehungsweise unlösbar, also praktisch unlösbar. Okay, so, jetzt schauen wir uns an die komplementären Komplexitätsklassen. Das ist auch eine einfache Sache. Wenn ich eine Klasse C habe, dann ist CoC die Menge aller Sprachen, die deren Komplement in C ist. Ja? Also zum Beispiel irgendein Entscheidungsproblem. Was weiß ich, das Wortproblem, nehmen wir doch wieder die Primzahlen. Und dann sind es eben die Nicht-Primzahlen. Also das komplementäre Problem ist eben immer quasi. Ja, wir vertauschen nur Ja und Nein. Das ist alles. Ja? Also wenn wir jetzt eine Turing-Maschine haben wollen, die das komplementäre Problem löst, das ist ganz einfach. Ja? Also jedenfalls bei deterministischen Turing-Maschinen. Ja? Dann, wenn ich eine Maschine habe, die ein Problem löst, eine deterministische Maschine, wenn die Ja ausgibt, dann sage ich Nein und wenn sie Nein ausgibt, sage ich Ja. Also das heißt, wir bauen einfach nur eine kleine Maschine drumherum, die nur die Ausgabe invertiert. Ganz simple Geschichte. Ja? So, und jetzt bei der Turing-Maschine selber kriegen wir das hin, indem wir die Endzustände invertieren. Ist ja klar. Ja? Immer, alles, was vorher ein Endzustand war, wird zum Nicht-Endzustand und umgekehrt. Ja? Das Laufzeitverhalten ist gleich, ist ja klar, weil wir nur hinterher machen wir in ganz kurzer, konstanter Zeit aus Ja-Nein und aus Nein-Ja. Ja? Beziehungsweise das Invertieren der Endzustände geht ja auch schnell. Ja? So, das heißt, für deterministische Maschinen ändert sich die Komplexitätsklasse gar nicht, wenn wir zum Komplement übergehen. Ja? Also, für jede deterministische Komplexitätsklasse ist C gleich CoC. Ja? Also P ist gleich CoP und P-Space ist gleich CoP-Space. Da ändert sich nichts. Interessant wird es jetzt, wenn wir zu den nicht-deterministischen Komplexitätsklassen kommen. So, also da, ich glaube, da haben wir beim letzten Mal geendet. Wir waren bei der Frage, gilt NP gleich CoNP oder gilt NP nicht gleich CoNP? Ja? So, und die Antwort auf diese Frage, das hatte ich Ihnen als Übungsaufgabe mitgegeben, also nicht so ganz im Ernst, weil das ist eine richtig schwierige Sache. Aber man kann ja mal drüber nachdenken. Ja?
Was würden Sie denn sagen? Nö. Nein. Alle der Meinung, nein. Doch nein sagen. Auch nein. Vielleicht schon, ja. Das zu finden ist ein Problem. Das zu finden, genau. Also tatsächlich weiß bis heute keiner die Antwort. Die Antwort ist einfach noch offen. Es hat noch keiner einen Beweis gefunden, weder fürs eine noch fürs andere. Ja? Und deswegen ist die Antwort noch offen. Ja? Also die Antwort ist unklar. Und warum? Ich möchte jetzt bloß motivieren, warum das so schwierig ist, ja? wo die Problematik liegt. Ja? Also wir wissen erst einmal, SAT ist in NP. Ja? Also eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die löst SAT in polynomieller Zeit. Ja? So, und zwar, wir haben drei Gruppen Aussagen logischer Formeln. Ja? Es gibt allgemeingültige Formeln, es gibt erfüllbare, aber nicht allgemeingültige Formeln und unerfüllbare Formeln. Also, nochmal, wenn ich jetzt mir so eine Wahrheitstafel vorstelle, die allgemeingültigen Formeln, das sind die, bei denen in jeder Zeile der Wahrheitstafel wahr dran steht am Ende bei der Formel. Ja? Die erfüllbaren sind die, bei denen mindestens einmal wahr dran steht. Ja? Und die sind übrigens, die allgemeingültigen sind eine Teilmenge der erfüllbaren Formeln. Ja, genau. Also das sind spezielle erfüllbare Formeln, bei denen immer wahr dran steht. So, und dann haben wir noch die unerfüllbaren Formeln. Das sind die, bei denen überall falsch dran steht. Oder ich will es jetzt vielleicht mal, jetzt brauchen wir einen anderen Baum hier. Und zwar eben diesen semantischen Baum. Also, wir starten mit der Variable V1 in unserer aussagenlogischen Formel und belegen die mit wahr oder falsch. Dann nehmen wir V2, wahr, falsch und so weiter. So, und am Ende, da haben wir ganz viele Blattknoten. Und jeder Blattknoten, wofür steht denn einzelnen Blattknoten in diesem Baum? Eine vollständige Belegung von allen Variablen. Genau, so ist es. Eine Belegung von allen Variablen. So, wie viele solche Blattknoten gibt es denn bei n Variablen? 2 hoch n. 2 hoch n, genau. Das notieren wir uns vielleicht hier mal. 2 hoch n Blätter hat der Baum. Und also jetzt, eine Formel ist erfüllbar, wenn bei mindestens einem dieser Blattknoten am Ende wahr rauskommt. Sie ist unerfüllbar, wenn hier nirgends wahr steht. So. Und sie ist allgemeingültig, wenn hier überall wahr dran steht. Diese drei Fälle haben wir für das Erfüllbarkeitsproblem Aussagen logischer Formeln. Genau. Okay. So. Wenn wir jetzt uns anschauen, was eine nicht-deterministische, also bei der deterministischen Turing-Maschine, wir reden ja gerade über das komplementäre Problem. Bei der deterministischen Maschine, alles ganz simpel. Wir invertieren nur die Endzustände. So. Bei der nicht-deterministischen Turing-Maschine, da ist es jetzt nicht ganz so einfach. Und zwar, also für Formeln aus 1, das heißt, also für allgemeingültige Formeln, ist klar, egal welchen Pfad die Maschine einschlägt, sie ändert in einem Endzustand, weil ich habe ja überall eine erfüllende Belegung. Ja? So, für Formeln aus 2, naja, ist klar, da habe ich Vielleicht, also im erfüllbaren Fall machen wir mal so einen Stern hin irgendwo, wo ich eine erfüllende Belegung habe. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 3 erfüllende Belegungen habe, dann führen
diese drei Pfade zu einem Endzustand und alle anderen nicht. Ja? Und für Formeln aus drei, das heißt unerfüllbare Formeln, da führt kein Pfad zu einem Endzustand. So. Ja, und wenn wir uns jetzt überlegen, was passiert denn, wenn wir jetzt bei der nicht-deterministischen Maschine, darum geht es, wenn wir jetzt das gleiche Spiel machen wie bei der deterministischen, nämlich wir invertieren die Endzustände. Ja? Wenn wir die Endzustände invertieren, dann sollten wir ja gerade bei den unerfüllbaren Ja sagen und bei den erfüllbaren Nein. Ja? So, also was haben wir gesagt? Formeln, also für die allgemeingültigen Formeln führen alle Pfade zu Endzuständen. Das heißt, wir würden für die allgemeingültigen Formeln, wenn wir invertieren, immer sagen, die ist unerfüllbar. Ja? Soweit in Ordnung. Aber hier wird es kritisch. Für die erfüllbaren Formeln, ja? Da führen manche Pfade zu Endzuständen. Das heißt, was passiert denn? Schauen Sie, wenn wir jetzt quasi invertieren, ich mache mal hier drunter in grün die Linie, beim Invertieren würden wir quasi sagen, hier erfüllbar, da und so weiter und da eben nicht. Da wieder nicht und dann wieder hier. Das heißt, und das ist eigentlich tatsächlich das Problem. Das ist das Problem. Wenn wir einfach die Endzustände invertieren, dann ist praktisch eine erfüllbare, und zwar eine erfüllbare, aber nicht allgemeingültige Formel, die ist dann hinterher immer noch erfüllbar. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja durch das Invertieren genau das haben, dass aus erfüllbar unerfüllbar wird und umgekehrt. Und das geht hier nicht mehr bei der nicht-deterministischen Maschine. Weil Sie sehen, wir haben hier Sterne drin und da auch wieder. Das heißt, dieses Invertieren der Endzustände löst uns das Problem überhaupt nicht. Nochmal zurück, was haben wir denn hier gemacht im deterministischen Fall? Wo waren wir? Hier. Diese Argumentation. Wenn wir haben eine Sprache L und wir wollen zu L quer kommen, naja, dann nehmen wir eine Turing-Maschine für L, wir invertieren alle Endzustände und wir haben eine Maschine, die L quer erkennt. So, und jetzt wollen wir, und das machen wir für SAT zum Beispiel. Wir haben so einen Solver für SAT, zum Beispiel eine Maschine, die Wahrheitstafelmethode macht, also sowas. Ja, und dann invertieren wir einfach die Endzustände. Fertig. Bei der deterministischen Maschine. Bei der nicht-deterministischen Maschine, wenn wir das tun, dann haben wir ein Problem für erfüllbare Formeln. Also für die erfüllbaren Formeln, die nicht allgemeingültig sind. Weil für die sagt die Maschine hinterher immer noch erfüllbar. Also diese spezielle, schauen Sie das, ich meine, das war natürlich jetzt, wie soll ich sagen, das war quasi ein konstruktiver Beweis. Wir haben jetzt aus unserer Turing-Maschine für die Sprache L, haben wir eine für L quer konstruiert. Das ist ein konstruktives Verfahren. Ja? Wir nehmen die alte Maschine und tun einfach Zustände und Endzustände invertieren. Dieses Verfahren funktioniert im nicht-deterministischen Fall nicht mehr, wegen dieser Argumentation hier. Also Vorsicht, wir haben jetzt noch nicht bewiesen, dass NP ungleich Co-NP ist. Sondern was haben wir gemacht? Wir haben eigentlich nur gezeigt, dass diese Methode invertierender Endzustände nichts bringt. Aber vielleicht gibt es ja eine andere Methode, um von einem Solver für ein NP-Problem
auf das Komplementäre, also einen Solver für das komplementäre Problem zu bauen. Aber das wissen wir halt nicht. Also wir haben eigentlich nur gezeigt, wir wissen es nicht. Ja? Okay. Ja, eben, jetzt kann man hier die Frage stellen, gilt NP gleich Co-NP mit eben anderen Verfahren, eben nicht invertierender Endzustände, sondern irgendwie anders? Es ist noch ungelöst. Man vermutet, nein, also man vermutet, dass NP ungleich Co-NP ist und das wiederum, wir können auch gerade noch kurz, wie war das hier, eine Folie weitergehen, genau. Schauen wir doch gerade mal hier diese, unsere Hierarchie wieder an. Also, wir haben gezeigt P gleich Co-P mit dieser Argumentation über invertierende Endzustände. Ja? Wir wissen außerdem, P ist eine Teilmenge von NP. Wir wissen außerdem, Co-P ist eine Teilmenge von Co-NP. Und damit haben wir auch einen Durchschnitt von NP und Co-NP. Ist ja klar, weil das hier in beiden drin liegt. Ja? Wir vermuten, und das ist jetzt eben unsere Vermutung, dass P ungleich NP ist. Und wir vermuten außerdem, dass NP ungleich CoNP ist. Und damit sieht das Bild hier erst einmal so aus und den Rest, das kennen wir ja schon. Ja, wobei, was wir noch nicht kennen, ist praktisch, dass CoNP eine Teilmenge von P-Space ist. Und das ist das, was wir da auf der Folie davor hatten. Moment. Ja, genau. Ja, also wir machen jetzt mal folgende Argumentation. Wir nehmen eine Sprache, nehmen an, L sei in P, dann ist L quer in CoNP. L ist in P, L quer ist dann in CoP. Ja? Ja, und wir haben ja gezeigt, dass P gleich CoP ist, dann ist L quer auch in P. Ja? Und weil P eine Teilmenge von NP ist, ist L quer auch in NP. Ja? Und dann ist L doppelquer in CoNP, aber L doppelquer ist natürlich wieder L, also ist L in CoP. Ja? So, und damit haben wir gezeigt, P ist eine Teilmenge von CoP. P ist eine Teilmenge von CoNP. So. Genau. Und damit haben wir eben gezeigt, P ist eine Teilmenge aus dem Durchschnitt von NP und CoNP, weil P ist eine Teilmenge von NP und P ist eine Teilmenge von CoNP, wie wir jetzt gezeigt haben. Okay, gut. Also, und das ist natürlich dieser im Prinzip Kern von diesem Bild. Okay, so. Ja, jetzt wollen wir eine spezielle Teilmenge von NP anschauen, nämlich die Menge der NP-vollständigen Probleme. Und das sind in gewissem Sinne auch so die schwierigsten Probleme in NP. Und zwar machen wir das über den Begriff der polynomiellen Reduzierbarkeit. Den Begriff der Reduzierbarkeit, den kennen wir schon aus unserem Kapitel über Berechenbarkeit, Entscheidbarkeit. Und jetzt fügen wir nur noch das Polynomiell hinzu. Und die Definition, also wer die Definition von Reduzierbarkeit kennt, der kann die wortwörtlich übernehmen und muss nur noch dieses polynomielle Zeit dazufügen. Ja? Also, ich meine, eine Sprache L ist auf eine Sprache L' reduzierbar, wenn es so eine Funktion von Sigma Stern nach, also von der einen Sprache auf die andere Sprache gibt, und jetzt kommt eben die zusätzliche Eigenschaft dazu, diese Funktion, die muss in polynomieller Zeit berechenbar sein und, na, was ist jetzt los?
Ach, der hat ein Stromproblem. Moment, schnell Netzgerät anschließen. Also jetzt wird Warmer stehen geblieben. Ja, die Funktion, die muss so gebaut sein, und das ist das Wichtige. Also ist nicht trivial, so eine Funktion zu finden. Die muss so gebaut sein, dass das Wortproblem in der Sprache L, also Lösung des Wortproblems in der Sprache L ist äquivalent zur Lösung des Wortproblems in L', wenn wir quasi das transformierte Wort nehmen. So, und wie gesagt, neu hinzu kommt, diese Funktion, die mir das Problem transformiert, die muss in polynomieller Zeit berechenbar sein. Ja, und warum ist denn das jetzt wichtig, wenn wir jetzt Probleme reduzieren wollen? Weil es darf in dieser, also ich will ja quasi dieses L', also ein Solver für L', der simuliert mir einen für L. Ja? So, ich meine, bisher bei der Berechenbarkeit hat uns das nicht groß interessiert, wie viel Aufwand die Berechnung von f kostet. Übrigens, f musste damals berechenbar sein, das ist auch noch wichtig, die Funktion f. Die muss nicht nur existieren, sondern die muss berechenbar sein. Jetzt fordern wir mehr. Jetzt fordern wir, das f muss sogar in polynomieller Zeit berechenbar sein. Warum? Ja, wir wollen nicht, dass sich in dieser Transformation eventuell ein exponentieller Aufwand versteckt, weil dann bringt es nichts, wenn ich das Problem in L', das Wortproblem in L' polynomiell lösen kann, wenn sich in f ein exponentieller Aufwand versteckt. Das darf nicht sein, deswegen muss sich f polynomiell berechnen lassen. Ja? Denn wir können nämlich jetzt, wenn wir so eine Reduzierbarkeit haben, dann können wir sagen, wenn L' polynomiell entscheidbar ist, dann ist auch L polynomiell entscheidbar, und zwar nur dann, wenn ich so eine polynomielle Reduzierbarkeit habe. Ja? So, und das schauen wir uns jetzt gerade schnell an. Also erstens, wir nehmen unser Wort aus L, wenden f drauf an, also wenden eine Turing-Maschine an, die f berechnet, und nehmen an, dass die das in polynomieller Zeit macht, also o von n hoch k1. Ja? So, dann gehen wir her und entscheiden das Wortproblem in polynomieller Zeit, in L', also mit o von n hoch k2, und der gesamte Rechenaufwand ist natürlich dann die Summe o von n plus n hoch k2. Und das können wir wieder schreiben als O von N hoch Maximum von diesen beiden Ks. Und da sehen wir, das ist natürlich auch wieder polynomiell. Ja? Aber das ist natürlich nur dann polynomiell, wenn ich eine polynomielle Transformation oder Reduktion habe. Ja? Okay, und wir haben das Bild, das kennen wir schon, das ist nichts Neues. Wir haben eine Sprache in L, wir reduzieren die auf eine andere Sprache in L', wenden jetzt einen Entscheider für L' an, der sagt ja oder nein, und dann haben wir die Entscheidung für die Sprache L auch. So. Ja, sorry, doch, ja. Also, jetzt definieren wir noch zwei ganz wichtige Klassen. Und zwar eine Sprache L' heißt NP-Hart. Falls für alle Sprachen L aus NP gilt, die lassen sich polynomiell auf L' reduzieren. Ja? Also, die Menge der NP-harten Sprachen ist die Menge all der Sprachen, eine Sprache L' ist NP-hart,
Wenn sich alle anderen Sprachen, L aus NP, nicht alle anderen, sorry, eine Sprache L' ist NP hart, wenn sich alle Sprachen L aus NP polynomiell auf L' transformieren lassen. Ja? Vielleicht sollten wir gleich mal hier dieses Bild anschauen, das ist nämlich ganz anschaulich. Hier haben wir eine Sprache L' und diese Sprache L' heißt NP hart, wenn sich alle Sprachen L aus NP polynomiell auf L' transformieren lassen. Und jetzt ist dieses L', das ist hier so irgendwie halb innerhalb und halb außerhalb eingezeichnet, weil das ist ganz egal, die Sprache L', die kann in NP sein oder auch außerhalb von NP. Ja? So, ja, und jetzt haben wir noch eine zweite Definition. Eine Sprache heißt NP vollständig, wenn sie zusätzlich noch in NP liegt. Und das sieht man jetzt, ist klar, L' liegt definitiv in NP, darf nicht außerhalb liegen. Ja, gut. Und ich meine, ja, die Definition macht sofort klar, dass die, reden wir mal über NP vollständig, dass eine NP vollständige Sprache ganz besonders schwierig ist. Weil, wenn ich einen Solver habe, einen Entscheider für diese Sprache, dann kann ich über die Reduzierbarkeit das Wortproblem für alle Sprachen in NP lösen. Also wenn ich dieses Problem L' gelöst habe, wenn es da eine Turing-Maschine gibt, die das Wortproblem löst, also oder die das entsprechende Entscheidungsproblem entscheidet, dann habe ich sofort auch eine, die, wenn ich L' polynomiell lösen kann, dann kann ich alle anderen auch polynomiell lösen. So. Ja, wir werden jetzt einige Probleme sehen aus NP und jetzt stellen wir uns die Frage, ja, sind die NP vollständig? Ja? Und wie beweist man NP vollständig? NP Vollständigkeit? Ja, also das, wenn ich für eine Sprache L zeigen will, dass sie NP vollständig ist, dann muss ich erst einmal zeigen, L liegt in NP. Das ist, klar, das ist das Erste, weil NP vollständig ist eine Teilmenge von NP. Erstmal muss ich zeigen, L liegt in NP. Und dann muss ich zeigen, alle Probleme aus NP lassen sich auf diese Sprache L reduzieren. Ja? So, und das ist natürlich eine nicht triviale Sache. Das ist nicht trivial, weil die Menge der Probleme in NP, die ist gigantisch. Da sind unendlich viele Probleme drin, von denen wir auch viele noch gar nicht kennen. Also das ist eine nicht triviale Geschichte. So, oder Alternative ist, es genügt zu zeigen, dass sich ein einziges NP-vollständiges Problem auf L reduzieren lässt. Das ist der Reduktionsbeweis. Und das ist übrigens im Prinzip das Gleiche, wie wir es auch schon in der Berechenbarkeit gemacht haben. Da hatten wir ja auch für eine ganze Menge Probleme gezeigt, dass sie nicht berechenbar sind, durch Reduktionsbeweise. Ja, und zwar, indem wir hatten das Halteproblem auf das jeweilige entsprechende Problem reduziert. Ja. So, und ganz analog ist es eben hier so, also wenn wir zeigen wollen, dass eben so eine Sprache NP vollständig ist,
dann müssen wir entweder zeigen, alle anderen Sprachen lassen sich auf L reduzieren, oder es genügt, wenn wir ein NP-vollständiges Problem haben, das sich auf L reduzieren lässt. Ich meine, vielleicht können wir das an dem Bild nochmal hier illustrieren. Genau. Wir haben ja jetzt da unten das Bild für NP-vollständig. Ja? So. Und wir haben in dem Bild eine Sprache L', von der wir schon wissen, dass sie NP-vollständig ist. Ja? Das heißt, alle Probleme aus NP lassen sich auf L' reduzieren. Und jetzt nehmen wir mal eine neue Sprache, von der wir zeigen wollen, dass sie NP-vollständig ist. Also, Moment, jetzt sage ich das. Und zwar die Liege hier. Ja? Also, Moment. Ja. So. Das ist jetzt die Sprache L. Ja? Und von dieser Sprache L wollen wir jetzt zeigen, dass die NP vollständig ist. Naja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Variante 1, das ist die umständliche Variante. Wir reduzieren L1 auf das Problem, L2, L3, L4 und also alle. Ja, und ich meine dieses L' übrigens auch. Ja. Wir müssen von allen zeigen, dass sie sich reduzieren lassen auf L. Und da wissen wir nicht so recht, wie das geht. Okay, ja dann wischen wir doch gleich mal wieder alles aus. Und probieren Variante 2. Also, wieder haben wir hier unser L. Und jetzt, es genügt doch völlig, wenn wir das für unser L' zeigen. Wenn wir zeigen, dass sich diese Sprache L' reduzieren lässt auf L, dann sind wir fertig. Warum? Lernen sich auch auf L'. Genau. Ich meine, ich habe zwar zweimal polynomiellen Aufwand. Ich muss also zum Beispiel jetzt dieses L3 polynomiell auf L' reduzieren und das dann nochmal polynomiell auf L. Aber die Summe von zwei Polynomen ist ein Polynom. Also damit haben wir die Reduzierbarkeit auf L. Ja? So, und das werden wir im Folgenden auch genau tun. Ja? Und zwar, und das hat die ganze Community nicht anders gemacht. Ein Mann, der große Theoretiker Cook, der hat bewiesen, dass das SAT NP vollständig ist. Und damit hat er einen gigantisch tollen Anker gesetzt für alle anderen NP-Vollständigkeitsbeweise. Ja, alles andere, ja, also das heißt, um zu zeigen, dass jetzt, schauen Sie, was müssen wir tun? Also der Cook hat gezeigt, das ist praktisch jetzt SAT. Der hat gezeigt, SAT ist NP-vollständig. Naja, was müssen wir dann tun, um für eine neue Sprache zu zeigen, dass die NP-vollständig ist? Wir müssen nur noch SAT auf diese neue Sprache reduzieren. Ja? Genau. Okay. So, und das wird jetzt dann unser Programm sein. Ja, genau. Okay, reden wir aber vielleicht noch kurz über das PNP-Problem. Also, da geht es um die Frage, ob P gleich NP gilt. Ja, und diese Frage, für diese Frage ist das natürlich jetzt relevant, diese polynomielle Transformation. Also NPC ist die Menge aller NP-vollständigen, also das C steht für complete, NP-vollständigen Probleme. Ja? So, und wenn wir jetzt, jetzt gehen wir vielleicht doch nochmal kurz auf das Bild zurück, hier, dieses L', ja,
Das ist jetzt ein NP-vollständiges Problem. Wenn jetzt einer kommt und für ein so ein NP-vollständiges Problem beweist, dass es in P liegt, was heißt denn das? Naja, das heißt doch, dass es eine deterministische Maschine gibt, die dieses Problem in polynomieller Zeit löst. Wenn wir das haben für ein NP-vollständiges Problem, dann ist damit sofort gezeigt, P gleich NP. Das ist damit bewiesen. Also, wenn Sie jetzt diese große offene Frage beweisen wollen, also wenn Sie glauben, P ist gleich NP, die Experten vermuten, alle P ist ungleich NP, deswegen ist es vermutlich auch so schwierig. Ja? Aber wenn Sie doch der Überzeugung sind, P gleich NP, dann geht es im Prinzip ganz einfach. Dann müssen Sie nur ein NP-vollständiges Problem nehmen und dafür einen polynomiellen Algorithmus bauen. Und das versuchen tatsächlich viele junge theoretische Informatiker. Ich meine, es ist ja auch schön, da lernt man viel dabei, wenn man versucht, sowas zu beweisen. Ja? Und ich kann mich erinnern, vor, was weiß ich, irgendwann in den letzten 10 Jahren stand mal, ich glaube in der CT war es, so ein kleiner Artikel, irgendwie russischer Mathematiker, hat einen polynomiellen Algorithmus für das Minesweeper-Problem vorgestellt. Ja? Das Minesweeper-Problem, kennen Sie vielleicht, das ist so ein Computerspiel, wo da so versteckte Minen sind und man kann dann, indem man in den Nachbarfeldern irgendwie was anklickt, kriegt man Informationen. Aber jedenfalls, dieses Problem, von dem wurde bewiesen, dass das NP vollständig ist. Ja? Und dann stand in der CT, russischer Mathematiker hat, ich weiß nicht, vielleicht stand die auch drin angeblich oder wahrscheinlich waren die schon vorsichtig. Ja? Das hat sich aber nicht bewahrheitet. Das war ein Fehler. Also der Algorithmus hat eben nicht für alle Fälle funktioniert. Und so hat er nicht das PNP-Problem gelöst. Okay. Also deswegen ist dieser Begriff der NP-Vollständigkeit so wichtig. Wenn wir von einem Problem gezeigt haben, das ist NP-vollständig, dann kann sich eigentlich die ganze Welt auf dieses Problem fokussieren und versuchen, dafür einen polynomiellen Algorithmus zu finden. Sie werden es vermutlich nie schaffen. Und übrigens, das andere, zu zeigen, dass P ungleich NP ist, ja, das ist nicht damit getan, von einem NP-vollständigen Problem zu zeigen, dass es vielleicht nicht polynomiell gelöst werden kann. Ja? Weil es gibt ja vielleicht noch viele andere, die polynomiell gelöst werden können. Ja? Okay, gut. Also, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Hier. Also, man hätte P gleich NP bewiesen, wenn wir eine deterministisch-polynomielle Lösung für eines, das ist das Wichtige, für eines der NP-vollständigen Probleme finden würden. Okay. Also, hier nochmal unser Klassendiagramm. Es wird angenommen P ungleich NP. P ungleich NP. Ja? Und Sie sehen, was das bedeuten würde, wenn P gleich NP wäre. Das hier würde alles zusammenfallen. Und das übrigens auch. Also das hier würde alles quasi auf P sich reduzieren. Okay, so, ja, jetzt geht's weiter. Also, ich habe ja gesagt, unser Programm ist jetzt folgendes. Erst einmal schauen wir uns den Satz von Cook an, der nämlich besagt, dass SAT NP vollständig ist. Und dann werden wir NP-Vollständigkeitsbeweise nur noch durch Reduzierung führen.
Also wir werden dann zeigen, dass sich satt auf andere Probleme reduzieren lässt. So, aber erst einmal geht es um satt. Und wie zeigen wir das? Wir haben ja noch kein anderes NP-vollständiges Problem identifiziert. Also wir müssen jetzt zeigen, dass sich alle Probleme aus NP auf satt reduzieren lassen. Und das war natürlich schon eine geniale Meisterleistung von dem Herrn Cook. Also das kann man nicht hoch genug würdigen. 1971 hat er das gezeigt. So, ja, wie hat er das gemacht? Das ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Also, jetzt zu dem Beweis. Klar, ich meine, zwei Teile. Erst einmal wird gezeigt, dass satt in NP liegt. Das haben wir übrigens schon gezeigt. Also das haben wir jetzt oft genug schon besprochen. Warum liegt satt in NP? Weil es in P liegt. Also, es ist eben, wie gesagt, das ist noch die große offene Frage. Vielleicht liegt ja satt in P, aber wenn Sie das zeigen können, dann haben Sie ausgesorgt. Ha? Also dann brauchen Sie auch nicht mehr zur mündlichen Prüfung für TINF kommen. Ne? Aber die Frage ist natürlich, ob Ihr Professor dann den Beweis versteht. Ja? Wenn er den nicht versteht, das hilft Ihnen auch nichts. Ja? Ja, warum haben wir gezeigt, dass Satt in NP liegt? Oder wie haben wir das? Nehmen wir das Orakel, oder? Das uns den Weg sagt, durch unseren Baum. Genau, klar. Ich meine, das ist ja die Wahrheitstafelmethode hier, der Weg durch diesen Binärbaum. Ja? Wir haben ein Orakel, das an jeder Stelle uns die Belegung rät und zu verifizieren, ob die Formel wahr ist, das ist simpel. Ja? Das geht in polynomieller Zeit. Also, wenn wir eine nicht-deterministische Maschine haben, dann geht es polynomiell. Deterministisch, das wissen wir nicht. Ja? So, und jetzt müssen wir aber eben noch die NP-Härte nachweisen. Ja? Und das ist eben schwierig, weil wir brauchen eine polynomielle Reduktion aller NP-Probleme auf satt. Ja, wie macht man denn das? Wie kann das bloß gehen? Weil wir kennen ja gar nicht alle NP-Probleme. Ja? Und außerdem gibt es unendlich viele. Also, ja, und da hat er was ganz Schönes gemacht. Ja? Ich meine, wir führen jetzt nicht den ganzen Beweis durch. Im Buch ist das auch einige Seiten ziemlich technisch dann. Da gehe ich nicht auf die Details ein. Ja? Sondern wir schauen uns bloß die Beweisidee an. Ja? Also, L sei jetzt ein beliebiges NP-Problem. Wenn L ein beliebiges NP-Problem ist, dann gibt es eine nicht-deterministische Turing-Maschine T, die L in polynomieller Zeit entscheidet. Ist klar. So. Und was der Cook jetzt gemacht hat, der hat quasi gesagt, okay, wir kennen zwar diese Turing-Maschine T nicht, aber wir gehen jetzt her und basteln uns aus dieser Turing-Maschine T eine aussagenlogische Formel mit folgender Eigenschaft. Nämlich, diese Formel, die, ich meine, denken wir zurück an die Aussagenlogik. Wozu sind denn unsere Logiken da? Das sind Sprachen, mit denen wir Probleme beschreiben können. Ja? So, und der Cook hat eben gezeigt, dass wir diese Aussage in Aussagenlogik hinschreiben können. Nämlich die Aussage, T von Omega, also die Turing-Maschine T angewendet auf ein Eingabewort Omega, terminiert in einem Endzustand genau dann, also ja, genau, das ist die Formel F. Also die Formel F ist äquivalent zur Aussage T von Omega terminiert in einem Endzustand. Ja?
Also genau dann, wenn T terminiert in einem Endzustand, ist unsere Formel erfüllbar. Ja? Also die Erfüllbarkeit von dieser Formel ist äquivalent zur Lösung des Wortproblems durch diese Turing-Maschine T. Ja. Und das heißt ja, für jede nicht deterministische Turing-Maschine T, also wenn dieser Beweis zeigt dann, dass wir das für jede nicht deterministische Turing-Maschine T machen können. Ja? Und das wiederum bedeutet doch, dass wir jedes Problem aus NP auf SAT reduzieren können. Ja? Weil NP ist die Menge aller Sprachen, für die es eine nicht-deterministische Turing-Maschine gibt, die das Wortproblem in polynomieller Zeit löst. Ja gut, wenn wir aber quasi die Aufgabe, das Wortproblem zu lösen, für eine nicht-deterministische Turing-Maschine in eine aussagenlogische Formel transformieren können, naja, dann haben wir jedes Problem aus NP auf SAT reduziert. Okay, ist das klar? Also das ist natürlich ganz wichtig. Das ist quasi die zentrale Beweisidee hier. Ja, wir können jede nicht-deterministische Turing-Maschine, also jeden nicht-deterministischen Akzeptor, es geht ja nur um Entscheidungsprobleme, in so eine aussagenlogische Formel umwandeln. Ja? Und, genau, und hier steht's, und natürlich muss diese Umwandlung in polynomieller Zeit erfolgen, außerdem noch. Ja? So, genau. Okay, soweit klar? Gut, und jetzt geht es nur noch um die Frage, ja, wie sieht denn diese Formel F aus? Ja? Wie wird denn die konstruiert? Naja, und diese Formel F ist eine Konjunktion von vier Unterformeln, S, R, T und A. Und das schauen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer an. Also diese Formel, diese Konjunktion besteht erst einmal aus der Formel S. Und diese Formel S, das sind sogenannte Startbedingungen, die beschreiben die initiale Konfiguration der Maschine T. Ja? Dann haben wir noch außerdem eine ganze Menge von Randbedingungen, die beschreiben ebenso generelle Konsistenzeigenschaften, die die Maschine T zu jedem Zeitpunkt erfüllen muss. Zum Beispiel, dass sich die Turing-Maschine zu jedem Zeitpunkt in genau einem Zustand befinden muss. Die darf keine zwei Zustände gleichzeitig haben. Ich meine, das sind eben so Randbedingungen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an unser Kapitel Aussagenlogik. Da gab es ja auch so diverse Formalisierungsprobleme. Und das ist für uns Menschen teilweise unangenehm, dass wir dann alle Nicht-Eigenschaften auch noch hinschreiben müssen. Also das heißt, wir müssen im Prinzip sowas hinschreiben, wenn die Maschine im Zustand S1 ist, dann darf sie nicht in allen anderen Zuständen sein und so weiter. Ja? Das müssen wir halt in Logik hinschreiben. Zu jedem Zeitpunkt befindet sich der Schreiblesekopf an genau einer Position. Und an jeder Bandstelle darf nur ein Zeichen draufstehen. Auch das muss man natürlich dazu sagen. Okay, dann gibt es noch Transitionsbedingungen. Das ist diese Teilformel T. Damit werden die möglichen Konfigurationsübergänge von unserer Maschine kodiert. Ja? Also das heißt, wir schreiben einfach
dann in Logik hin im Prinzip die Definition, was heißt es, dass eine Turing-Maschine einen Zustandsübergang macht. Dann geht die ja von einer Konfiguration in die nächste über. Okay, geht in die Folgekonfiguration über. Und dann eben auch wieder so eine Konsistenzbedingung. Bereits terminierte Maschinen sind inaktiv. Das heißt, wenn die Maschine in einem Endzustand angekommen ist, dann darf sie nichts mehr tun. Dann, nur der Schreib-Lesekopf kann den Bandinhalt ändern. Genau. Okay. Dann diese letzte Teilformel A, das sind Akzeptanzbedingungen. Die kodiert die Bedingung, dass T beim Anhalten in einem Endzustand das Wort Omega akzeptiert. Klar, das ist natürlich ganz wichtig. Okay, und also wie gesagt, da im Buch auf diesen Folgeseiten, da sind dann tatsächlich diese Formeln angegeben als aussagenlogische Formeln. Das lasse ich hier jetzt aber weg in der Vorlesung. So. Ja, und jetzt müssen wir natürlich noch zeigen, dass der Aufwand für die Berechnung von dieser Formel polynomiell ist. Ja? So, also diese Formel, die enthält viele Variablen, aber die Zahl der Variablen, die wächst nur polynomiell mit der Eingabelänge n. Ja? Also Eingabelänge n, das ist im Prinzip die Länge, Moment, wie ist das? Ich kann nochmal kurz überlegen. Was war die Eingabelänge n hier? Ja, das ist die, dieses Eingabewort Omega hier. Ja. Genau. So, wo sind wir? So, ja, genau. Also, und hier ist jetzt angegeben auch da, das können wir jetzt hier nicht beweisen, da müsste man tatsächlich reinschauen in die Teilformeln und so weiter. Also S ist P von N, T ist P von N, also nimm dieses Polynom zum Quadrat, R P von N hoch 3 und A O von 1. Und damit können wir sagen, der Gesamtaufwand ist O von P von N hoch 3. Ja? Und dieses P von N ist ein Polynom, also polynomieller Aufwand. So. Und damit kann man eben SAT als NP-vollständiges Problem identifizieren, und zwar ohne Reduktionstechniken. Ja, ist ja klar, weil wir haben noch kein anderes NP-vollständiges Problem. Und das ist natürlich jetzt der Ankerpunkt für ganz viele weitere Reduktionsbeweise. Zum Beispiel wollen wir jetzt zeigen, dass 3SAT auch NP-vollständig ist. Und wie machen wir das? Wir reduzieren einfach SAT auf 3SAT polynomiell. Ja? Genau. Erst einmal, was ist denn 3SAT? Naja, 3SAT ist ein Spezialfall von SAT, nämlich gegeben n aussagenlogische Klauseln mit maximal 3 Literalen. Also in jeder Klausel dürfen höchstens 3 Literale drinstehen. Ja? Das heißt, also Formeln in 3SAT sehen so aus. Ja. Das ist immer eine Konjunktion von Klauseln, und in jeder Klausel stehen 3 Literale drin. Diese Kommata, die stehen jetzt für oder, das logische oder. Ja. So, und natürlich ist das ein Spezialfall von SAT. Ich meine, wir wissen ja schon, jede aussagenlogische Formel lässt sich umwandeln in eine äquivalente aussagenlogische Formel in konjunktiver Normalform. Ja, das hier ist ja konjunktive Normalform. Das heißt, was man jetzt noch zeigen muss, ist,
dass sich jede konjunktive Formel in Normalform transformieren lässt in eine, wo in jeder Klausel nur noch drei Literale drinstehen. Das ist ja jetzt noch ganz interessant und das machen wir jetzt. Wenn wir das gezeigt haben und die Transformation darf nur polynomiellen Aufwand haben, dann sind wir fertig. Ja? So, also der erste Schritt ist klar, das ist eine ganz normale Normalformtransformation unserer aussagenlogischen Formel in eben konjunktive Normalform. Wobei in jeder Klausel, ist klar, die hat irgendeine Länge größer, eventuell größer als 3. Und das haben wir ja gesehen im Logikkapitel, da gibt es polynomielle Normalformtransformation. Auch das ist schon nicht mehr ganz trivial, diese polynomielle Normalformtransformation. Ja. Und jetzt wenden wir nur noch eine relativ simple Regel an. Und hier steht jetzt drin, vergleiche Resolution. Schauen wir uns doch einmal das an, was wir hier haben. Und zwar hier rechts haben wir zwei Klauseln stehen. Gucken wir mal von rechts nach links. Ja. Also, das ist eine Klausel und das ist die andere Klausel. Und wir haben hier drin ein paar von komplementären Literalen. Ja. Und das ist ja nichts anderes. Resolutionsregel ist, wir können die beiden rausresolvieren und dann diese neue Klausel erzeugen, wo diese beiden fehlen. Ja, also das ist die Vereinigung aller anderen Literale. Das ist Resolutionsschritt. So, und was der Cook jetzt hier gemacht hat, ist, diesen Resolutionsschritt quasi umkehren. Wenn ich jetzt so eine Klausel habe mit 4 Literalen, dann mache ich daraus 2 neue mit 3 Literalen. Ja? Ich teile meine Literalmenge da in der Mitte auf und dann habe ich 2 Mengen mit je 2en und durch dieses und jetzt quasi erfinden wir eine neue Variable, die wir hier komplementär reinsetzen. So, und was haben wir damit erreicht? Wir sind von einer Klausel mit 4 Literalen auf 2 Klauseln mit 3 Literalen gekommen. Ja, man könnte jetzt meinen, die Zahl der Literale reduziert sich in so einem Schritt nur um 1, aber das gilt nur für 4 Literale. Nehmen wir mal an, wir haben eine lange Klausel mit 100 Literalen drin. Wenn wir dann diesen Rückwärtsresolutionsschritt anwenden, dann haben wir 2 Klauseln mit 51 Literalen. Also die Zahl der Literale halbiert sich etwa in jedem Schritt, wenn viele drin sind. So, also, und das heißt, das können wir rekursiv ein paar Mal anwenden und dann haben wir in unserer Formel nur noch Klauseln mit 3 Literalen drinstehen. Und das war's, damit sind wir fertig. Ja? Das heißt, am Ende haben wir tatsächlich eine Dreisatzformel. Ja, gut. Also haben wir bewiesen, Dreisat ist NP vollständig. So, und das ist jetzt ganz interessant. Also, wir haben jetzt Sat auf Dreisat reduziert. Also vielleicht skizziere ich doch nochmal so ein Bild hier. Also, wir haben hier unsere Klasse NP. Und dann haben wir da irgendwo so eine Teilmenge, NPC. Und ja, wir haben hier irgendwo ganz zentral, ja, doch, SAT. Das sei SAT hier, ja. So. Und jetzt haben wir Sat auf 3 Sat reduziert. Das ist 3 Sat hier. Ja. Und jetzt quasi, das haben wir zwar nicht bewiesen, wir haben natürlich unendlich viele Pfeile, die hier auf Sat zeigen. Ja. Also wir haben nicht für jede Sprache die Transformation bewiesen, aber eben über den Satz von Cook wissen wir das
und damit lassen die alle sich auf Dreisat reduzieren. Und jetzt werden wir weitergehen im Folgenden. Wenn wir jetzt für ein neues Problem oder ja, für eine neue Sprache L zeigen wollen, dass die NP vollständig ist, dann können wir zum Beispiel Dreisat auf L reduzieren. Und das ist auch, also das Dreisat, es wird viel öfter Dreisat auf Sprachen reduziert als Sat, weil das einfacher ist. So, okay. Und zum Beispiel, doch für das Klickenproblem, führen wir jetzt einen Beweis. Ja? Also, jetzt haben wir ein neues Problem, das in NP liegt. Und von dem wollen wir zeigen, dass es NP vollständig ist. Ja? So, was ist das Klickenproblem? Gegeben ist ein Graph mit Knotenmenge V und Kantenmenge E. Und die Frage ist, gibt es, also kurz gesagt, gibt es einen vollständig vernetzten Teilgraphen mit N Knoten? Ja? Also, wir können uns einen großen Graphen vorstellen mit vielleicht 100 Knoten. Und jetzt stelle ich die Frage, gibt es einen vollständig vernetzten Teilgraphen mit 24 Knoten? Ja? Und die Beantwortung von dieser Frage ist erstens in NP und zweitens sogar NP vollständig. Also ist offenbar ein ganz schwieriges Problem. So. Ja, also hier haben wir jetzt ein Beispiel eines Graphen und der hat offenbar nur Klicken der Größe 2. Und das hier wäre eine Klicke der Größe 2, das hier wäre eine, das eine. Also ist klar. Ich meine, kein Knoten. Es gibt eben keinen Teilgraphen, der vollständig vernetzt ist mit mehr als 2 Knoten. Der hier, der hat 4 Klicken der Größe 3. Und zwar das hier ist eine Clique der Größe 3 und das und das und das hier. Ich meine, hier unten ist klar, da gibt es nur Cliquen der Größe 2. Ja. Okay. So, und jetzt kommt eben dieser Satz, das Cliquenproblem ist NP vollständig. Und bewiesen wird das jetzt, indem wir Dreisat auf das Klickenproblem reduzieren. Bevor wir das aber tun, müssen wir natürlich zeigen, dass Clique erst einmal überhaupt in NP drin ist. Ja? Also das wäre jetzt unsere neue Sprache L. Erstens müssen wir zeigen, L ist in NP, das heißt in dieser äußeren Menge. Und dann müssen wir noch zeigen, Dreisat lässt sich auf L reduzieren. So, und dieses Zeigen, dass Clique in NP ist, das machen wir natürlich, indem wir eine nicht-deterministische Turing-Maschine angeben, die das Clique-Problem löst. Ja? Und wie immer, wir werden natürlich das Orakel verwenden. Also, das heißt, die Identifikation einer Clique. Nehmen wir gerade nochmal hier dieses Beispiel hier. Das heißt, wir fragen jetzt erst einmal unser Orakel, sag mir doch bitte, ob der Knoten Nummer 1 dazugehört, der Knoten Nummer 2, 3 und 4. Und am Ende wird das Orakel zum Beispiel gesagt haben, 2, 3 und 5 zum Beispiel. Ja? Ja, genau. Wichtig nochmal, wir geben hier eine Zahl n vor bei dem Klickenproblem. Das heißt, wir sagen zum Beispiel hier, ich stelle die Frage, gibt es eine Clique mit 3 Knoten? Da wäre die Antwort ja. Ja. Das Orakel würde mir 3 Knoten nennen, zum Beispiel diese 3. Und ich würde überprüfen, ist da jeder mit jedem verbunden?
Wenn ich die Frage stelle, gibt es eine Clique mit 4 Knoten, würde mir das Orakel auch irgendwie 4 Knoten angeben, aber ich würde bei der Überprüfung herausfinden, dass dies keine Clique ist. Okay. Ja. Genau, also. Identifikation einer Clique. Die Knotenmenge V1 bis Vn wird erraten. Knotenweise Menge wird auf paarweise Verknüpfungen überprüft. Und das geht, also vor allem diese Überprüfung, geht natürlich in polynomieller Zeit. Weil wenn ich n Knoten habe und überprüfe, ob jeder mit jedem verbunden ist, da gibt es ja genau n mal n minus 1 mögliche Verbindungen. Und das ist polynomiell machbar. Deswegen steht hier, da der Aufwand quadratisch mit n zunimmt, weil das n mal n minus 1 halbe quadratisch wächst. Okay, so und jetzt kommt die Reduktion von Dreisat auf Clique. So, also, ein Dreisat-Problem sieht so aus. Das ist eben so eine Klauselmenge mit Klauseln der Länge 3. Und diese Klauselmenge, die bilden wir jetzt polynomiell auf einen Graphen ab, der die Eigenschaft hat, unsere Klauselmenge ist erfüllbar, genau dann, wenn G eine N-Clique enthält. So, und jetzt N-Clique, da müssen wir gerade hinschauen. Ja, N ist die Zahl der Klauseln. Ja. Also, wenn unsere Dreisatformel n Klauseln hat, dann bauen wir daraus einen Graphen, der genau dann eine n-Clique hat, wenn m erfüllbar ist. Und diese Konstruktion, die müssen wir uns jetzt natürlich anschauen. So, und die sehen wir hier. Ja, fangen wir vielleicht gerade hier an. Also, die Konstruktion von dem Graphen G. Da gehen wir her und erzeugen für jedes Literal aus M, also aus unserer Formel, wird ein Knoten erzeugt. Genau, und jetzt gehen wir vielleicht in das Beispiel. Das sei jetzt unsere aussagenlogische Formel. Und wir erzeugen für jedes Literal einen Knoten. Also für A, dann nicht A und B, dann haben wir nicht A, nicht B. Sie sehen, also bestimmte Literale, die jetzt wiederholt vorkommen, die kommen auch in dem Graphen wiederholt vor. Ja? Also für jedes Literal in der Klausel erzeugen wir einen Knoten. So, hier ist jetzt gestrichelt in blau, sind nochmal die Klauseln quasi zusammengefasst. Ja? So, und jetzt haben wir außerdem in unserem Graphen noch Kanten. Und wo werden jetzt Kanten eingezeichnet? Das steht hier. Zwei Knoten V1 und der V2 erzeugen eine Kante, wenn L1 und L2, also die zugehörigen Literale, nicht derselben Klausel angehören. Deswegen sind hier die Klauseln gestrichelt. Also hier haben wir keine Kante, weil die gehören zur gleichen Klausel. Da haben wir auch keine Kante. Hier haben wir keine Kante, weil die zur selben Klausel gehören. Hier haben wir aus einem anderen Grund keine Kante, nämlich aus dem. L1 und L2 sind gleichzeitig erfüllbar. Also, zwischen allen Literalen, die gleichzeitig erfüllbar sind, machen wir eine Kante. Und da schauen wir jetzt wirklich wieder an, wo haben wir keine Kante. Hier zum Beispiel. Weil B und nicht B, ist klar, sind nicht gleichzeitig erfüllbar. Oder A und nicht A sind auch nicht gleichzeitig erfüllbar. Ja. Oder da A und nicht A. Genau. Und für alle anderen Knotenpaare erzeugen wir eine Kante. Ja, genau. Also wenn jetzt unsere Formel, wenn unsere aussagenlogische Formel erfüllbar ist, erfüllbar heißt ja, in jeder Klausel, das ist ja unverknüpft, dann muss es in jeder Klausel ein Literal geben, das wahr wird. Also hier ist klar, da muss es A sein, dann eins von den beiden
und eins von den beiden. Ja? So. Ja. Also in jeder Klausel muss mindestens ein Literal wahr werden. Ja? Wenn jetzt also in dieser Klausel nicht A wahr wird, ja, das ist zum Beispiel keine erfüllende Belegung. Ja? Warum? Wenn hier nicht A wahr wird, dann ist A nicht wahr und das heißt, diese Klausel kann nicht erfüllbar sein, kann nicht wahr werden, aber die muss wahr werden. Okay, also muss offenbar A wahr werden, dann ist nicht A falsch, dann muss wieder B wahr werden und in dieser Klausel ist dann, wie ist das nochmal halt? Also eine erfüllende Belegung macht A wahr, B wahr und wie ist denn das dann in der Klausel irgendwie? Ach so, die, klar, die ist nicht erfüllbar. Die ist nicht erfüllbar. Diese Klausel hier, die ist nicht erfüllbar. Sieht man sofort, ist klar. Wir machen A wahr, dann muss B wahr sein. Ja, und wenn A und B wahr sind, dann können die beide nicht wahr werden. Okay, deswegen nehmen wir diese andere Klausel hier. Die ist nämlich erfüllbar. Wenn wir hier dieses Nicht-B da hinten durch ein C ersetzen, ja, dann können wir das hier auch erfüllen. Ja? So, und unser Graph, der Graph sieht genau gleich aus wie der da oben, aber es gibt hier einen, ja, was gibt's denn? Es gibt einen vollständig vernetzten Teilgraphen mit drei Knoten. Ja. Die Zahl der Knoten muss so groß sein wie die Zahl der Ausgangsklauseln. Hier gibt es keinen vollständig vernetzten Teilgraphen mit drei Knoten. Genau, weil wir hier keine Kante haben. Da haben wir eine Kante, hier zwischen B und C, weil B und C, die können gleichzeitig erfüllbar sein, erfüllt werden. Ja? Hier B und nicht B, da dürfen wir keine Kante einzeichnen. Aber hier ist eine Kante drin. Das heißt, wir haben hier einen vollständig vernetzten Teilgraphen, der drei Knoten hat. Das heißt, der alle drei Klauseln miteinander verbindet. Das ist der Punkt. Ja? Und alle drei Klauseln miteinander verbinden, das heißt doch, hier, L1 und L2 sind gleichzeitig erfüllbar. Und sie gehören nicht der gleichen Klausel an. Das heißt, dieser vollständig vernetzte Teilgraph, der sagt uns, es gibt eine erfüllende Belegung für die Originalformel. Weil ich kann diese drei Literale gleichzeitig erfüllen. Erstens, und die sind alle in unterschiedlichen Klauseln. Und tatsächlich haben wir alle Klauseln abgedeckt, weil wir ja fordern, dass es ein Teilgraph mit n Knoten ist und n ist die Zahl der Klauseln. Gut, ja, damit haben wir jetzt eine Reduktion von Dreisat auf das Klickenproblem. Das heißt, wenn wir das Klickenproblem lösen können, dann können wir jedes Dreisatproblem lösen. Ja, gut. Und damit machen wir Schluss für heute, jawohl. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir uns dann noch ein paar weitere
NP-vollständige Probleme an. Und ich werde dann auch nochmal, das habe ich ja versprochen, so eine kurze Zusammenfassung für Dynamic Programming machen. Und dann sind wir durch mit dem Semester. Also sprich, am Donnerstag werden wir die letzte offizielle Vorlesung haben.